annimmt, dass der Pass, den man schlägt, an den Mann kommt, wie der von Griegel zu Völler. Oh, und da fängt schon so an, wie alle das befürchtet haben. Schade, dass... ...draußen und... ...der Ball ist nicht drin, oder? Doch, der Linienrichter läuft um Himmels Willen. Der Linienrichter sofort angezeigt, Tor. Ich konnte es nicht sehen. Schauen wir uns die Zeitlupe an. Schön gespielt, auf Alofs. Und genau in die Beine von Alzamendi geschlagen hat. Da ist er. Schöner Schuss und... Oh! Puh. Schöner Pass. Rudi Völler. Das könnte was werden. Und Alves, der Torhüter. Die zweite Gruppe. Baggert. Paul. Klaus Augenthaler. Da Silva. Und da drüben wieder der Torschütze. Oh, oh, oh. Viel unterwegs. Alofs startet. Paul. Wieder mal. Matthäus und Förster. Berthold. Ja, der Ball ist weg, aber der Mann wird genommen. Laufen überspielt und die zweite große Möglichkeit. Jetzt aber kein Elfmeter. Nein. Seite im Mittelfeld eine Menge Platz. Oh, oh, haben Sie das? Da ist das nächste Foul zu erwarten. Nein, diesmal nicht. Der Versuch. Berthold. Ah! Alzamendi. Und gefürchtet. Förster. Ah! Und jetzt gibt es die erste gelbe Karte. Natürlich. Und Rudi Völler. Riegel. Riegel! Alofs. Francescoli. Berthold. Guter Schuss. Barrios. Alzamendi. Mit den Schüssen aus der zweiten Reihe. Ah, schön gemacht. Ja, gute Einzelleistung. Felix Magath. Schön aufgelegt für Alofs. Alzamendi. Ja. Berthold, kriegt wieder eine mit. Einmal durch einen unglücklichen Rückpass. Foul von Litbarski. Da Silva. Francescoli. Barrios. Kurze Distanz, Förster, oh, das war aber auch verdammt hart, was der Stuttgarter da gemacht hat. Poli. Das ist schon ein... Oh. Da kriegt Augenthaler mit Sicherheit... Die gelbe Karte. Francescoli. Litbarski. Ah.
erste Möglichkeit für die deutsche Mannschaft in der zweiten. Francescoli. Und die Möglichkeit. Völler. Torabstoß. Tja, da ist mal wieder überhaupt keiner aus der deutschen Abwehr. Augenthaler kommt und trifft den Ball. Lipaski, Briegel. Es ist jedes. Augenthaler. Ah, Pfosten. Boah. Die größte Chance für die deutsche Mannschaft aus Alofs. Und da spielt Torhüter Alves. Aber nun wirklich Theater. Das kann mir kein Mensch erzählen. Der Berthold hat ihn überhaupt nicht berührt. Er hat in aller Ruhe den Ball gefangen. Ballkontakt. Foul an die Fahne. Völler Abseits. Den Ball nach innen. Möglichkeit für Berthold. Schießt einen Gegner an. Lipaski Nachschuss. Wieder einen angeschossen und der hat mit der Hand geklärt. Aber das wird nicht gepfiffen. Immer noch der Ball im Strafraum Uruguays. Alofs bringt ihn nach innen. Zwei Mann, drei Mann gehen vor. Und Alofs und das Tor. Endlich haben sie es geschafft. Gott sei Dank und sie haben es gesehen. Na endlich. Da ist es, das ein. Oh, ist der schnell. Und Schumacher. Völler. Torabstoß. Noch zwei Minuten. TV-Zentrum betroffen ist. Jeder. Nein, nein. Briegel, immer noch Briegel. Ah, schade, ein bisschen.